Ich brauche mehr Ocken. Ja, und das heißt, wir müssen in die Welt hinaus und Dinge erlegen. Dann lass mich doch mal auf die Map gucken. Übergabeaufgabe. Na toll. Todaufgabe. Können wir hier holen? Was ist das? Die alten Marken? Da will ich mal hin. Und weißt du was? Weil es so schön ist. Und weil eigentlich unsere ganze Ecke hier aufgeräumt ist. Pedro Miguel spielt auf seiner Panflöte eine kleine Weise für uns. Alter, das Auto hat irgendwie keine gute Sicht und vor allen Dingen, es fährt auch sich wie eine Schwangere. Und ja, ich bin schon einmal eine schwangere Kuh gefahren. Was ist das hier? Ein altes Geschütz. Schatzkisten. Ah. Ich geh mal da hoch. Ich habe die Schnauze voll von dem Teil. Ja. Hilft mal gar nichts. Boah. Na du. Komm mal her. Ah ja. Kasuare lassen sich wirklich sehr, sehr gut jagen. Das muss man sagen. Alter, ist das ein Kackwetter auf einmal. Irgendwer schreit da unten schon wieder rum. Jetzt schreit's doch nicht so. Ihr wächst doch die Kinder auf. Jo Mai. Meinetwegen auch. Jo April. Alter, ist das ein Wetter. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass es solche Wetterphänomene gab. Holy Schissel. Ist da. Komm. Lass uns mal noch ein paar Pflanzen mitnehmen. So, irgendwas ist hier los. Moinsen! Na du? Hi. Verkaufst du? Verkaufen? Was denn? Ernsthaft? Der Herr Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts? Ist schon gut. Ich bringe es dir bei. Was? Ja. Mach das mal. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du eine Leiche? Besorgt dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Na gut. Ich lass dich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Super! Aber ich will, dass die Familien Rabatt bekommen. Was? Ganz ehrlich? Du willst die Hilfe von dem Jason Brody, hm? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. Jason Brody. So, Jason Brody. Ich bin der Jason Brody und, ich weiß nicht, was reimt sich auf Brody. Scheiße, meine Nase. Da unten ist ein Relikt. Das hätte ich gerne. Ich weiß, ich werde das bereuen. Warte mal. Da ist ein Relikt, wegen dem wir gleich koitiert. Hui. La la la.
La 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 la. La la. La la. La la. Ich versuche ja nur da runterzukommen. Und zwar möglichst ohne mich zu erlegen. Das macht irgendwie Spaß. Wie ist auf dem Meer? Ach so, ich bin in einer Mission unterwegs. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so eine Sammelqueste, wo ich die Marken suchen soll. Okay, also er sagt, ich soll irgendwelche Marken von japanischen Soldaten finden. Wahrscheinlich hier in der Gegend, ja. Das sind zwei Marker. Zwei Marker für Marken. Ist das hier? Das sieht gemütlich aus. Hier würde ich mich jetzt gerne ans Feuer setzen, weißt du? In so einer lauen tropischen Nacht. Und Geld mitnehmen. Einen billigen Schnaps trinken, der irgendwo einfach rumsteht. So, ich brauche 1800 Ocken. Ja, und offizielle Währung ist auch hier Ocken. So. Ach ja, die kenne ich von Madeira, die Pflanzen. Die mag ich auch. Ja. Im Dunkeln kann man prima Pflanzen pflücken, sehe ich gerade. Aber ich sollte nicht zu viele Pflanzen pflücken, weil mein Inventar ist nicht endlos belastbar. Ich hätte vielleicht lieber den Hanggleiter nehmen sollen, um zu den Orten zu fliegen, wo ich die komischen Marken finden kann. Weil vielleicht sind die ja irgendwo auf irgendwelchen Anhöhen, wo ich sonst nicht hinkomme. Ich sammle die alle Erkennungsmarken der japanischen Soldaten. Soweit möglich tue ich das. Da vorne flimmert was ganz komisch. So, hier ist... Ach, guck mal. Moin sein. Erste Marke. Erste Marke. Ja. Nächste Marke dahin. Ja, das ist wohl darauf bezogen, auf den Krieg zwischen Amerikanern und Japanern im Pazifik während des Zweiten Weltkriegs. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leichen heute noch gerade im tropischen Gebiet so gut erhalten wären, wie eben gesehen. Da, ich sehe schon. Gut, dass ich die beiden Außenposten in der Umgebung platt gemacht habe. Zweite Marke. Es macht Spaß irgendwie gerade. So, aber ich würde sagen, in circa 10 Minuten mache ich Feierabend für diese Aufnahmesitzung. Ihr werdet das dann sowieso nicht mitkriegen, wenn ihr dann tatsächlich für dieses Spiel votet. Dann werdet ihr recht bald die nächsten Folgen bekommen. Alter Schwede. Wahrscheinlich da unten drinne. In der Höhle. Fertigkeitenpunkt verfügbar, was? Moment. Fähigkeiten. Tod von oben. Mit 4 wirfst du dich auf einen Gegner und tötest ihn. 5-fache XP pro Kill. Ruhige Hand. Spritzenpotenzierung. Hergestellte Spritzen wirken 25% länger.
Schütze, Verbesserung, Treffer mit Pistolen. Lass mich hier nochmal gucken. Eisenflanke. War hier, da, verbesserte erste Hilfe. Hatten wir schon, ne? Das hatten wir alles schon hier. Okay, dann gucken wir mal hier, was hier noch ist. Da gibt es viele Pflanzen. Hier, Schwimmprofi. Das können wir auch mal nehmen. Sprintnachladung. Halte R gedrückt, um deine Waffe beim Sprinten nachzuladen. Tatau! Kakao! Ja. Aua. Jadefigur. Spannend hier. So. Hier wird dann wahrscheinlich die nächste Leiche drin sein. Irgendwo. Wahrscheinlich diesmal dann doch mal ein bisschen besser versteckt, oder? Nee, da. Okay, letzte Marke. Aber. Wir haben alle. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch zu dem Typen zurück und sagen, Geld oder Leben. Eine Helikonie. Wo ist der Vogel hier? Das ist Jason. Ja, warte mal. Irgendwie ist das verwirrend. Aktuelles Ziel. Yo. Also ist wirklich lustig heute gerade. War der hier? Ne, der ist noch eine Runde weiter oben. Da oben bei der Hütte ist er. Ich werde jetzt immer keine Pflanzen mehr sammeln, weil, oder? Den Turm da drüben, da erinnere ich mich auch irgendwie dran. So, Jason Brody ist wieder da. Moinsen. Haha, das war's dann, Mann. Du bist eine Maschine. Das reicht, um uns das ganze Jahr zu beschäftigen. Erfolg die alten Marken. Geh zur Medusa. Ob ich das mal mache? Warte mal. Wie weit ist denn das entfernt? Das ist eine ganze Ecke entfernt. Was ist das? Prüfung der Rakiat. Ach so, ja, diese Dinger. Messer werfen. Das kenne ich gar nicht. Scharfschützen-Herausforderung. Aber wir hatten hier in der Gegend noch diese Trophäe hier und dieses Relikt. Das will ich haben. Dieses Relikt finden. Nein, diesmal nicht. Lass das mal. Das ist wieder eine halbe Stunde da mit dem Hängleiter rumkreisen, bis ich mal auf den Boden komme. Nee. Ach so, dem könnte ich jetzt helfen, wenn ich eine entsprechende Reparatureinheit hätte. Also irgendwie passieren hier gerade sehr seltsame Dinge. Warte mal. Also, wo bin ich? Ich bin hier. Da kann ich nicht durch. Wenn ich jetzt hergehe, dann. Nö, bringt nichts. Okay.
Hört doch mal auf mit dem Geballer. Guck mal, die schießen da in die Luft, die Vögel. Okay, da geht's auch noch rein. Ich glaube, das war eine Ablenkung eben da, die Höhle. Wir sollen eigentlich hier rein. Der alte Huck und das Rülps wieder am Start. Okay. Kauri-Schnecken. Kann man die kauen? Ich weiß nicht, was Kauri-Schnecken sind. So, hier hoch. Ja. Und, ach so. Hey, 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 ja. Da, Relikt. So. Kennt man das auch? Bruch. Fähigkeitenpunkt erhalten. Na, cool. Also, ich glaube, ich krieg das Spiel diesmal schneller durch als das erste Mal. Also, das letzte Mal habe ich es ja, ich sag ja, ich habe es nicht durchgespielt. Ich könnte euch sagen, bis wann ich es durchgespielt habe. Also ich möchte, dass ihr es erratet, während wir hier spielen. So. Hört doch mal auf, Leute. Munition kostet doch Geld. Die Zeit ist auf unserer Seite. Erwachsene Kinder. So, ach, hier habe ich schon. Ja, alles klar. Hier war ich doch vorhin gerade noch. Lass mich doch mal schauen, was als nächstes vielleicht spaßig wäre. Ja, also hier ist noch eine Beutekiste. Aber da die sich sowieso immer wieder auffüllen. Okay, der ist geklärt. Alles klar. Dann würde ich doch mal sagen. Warte. Ja. Ich bräuchte noch eine Haihaut. Weißt du, dann fahren wir doch mal nach Amanaki. Oder Anunnaki, wie ich es nenne. Aber weißt du was? Ich sehe gerade. Es ist eigentlich gleich Zeit, mal eine Pause zu machen. Weißt du was? Habe ich denn noch Platz für Munition? Ja, habe ich. Ohne weiteres. Habe ich denn noch Sachen, die ich verscheuern kann? Ja, habe ich. Ohne weiteres. Okay. Bitte nichts verkaufen, was in irgendeiner Form fein ist. So. Weißt du, die komischen Savoir heute oder so, ne? Ich meine, von den Hühnern kriegen wir so viel, die immer, oh mein Gott, sagen. Oh, ich würde so gerne noch weitermachen, aber auf der anderen Seite, es ist unvernünftig, denn ich müsste morgen noch das vierte Spiel. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, vier zu machen, Vierer zu machen. Warte mal. Ich muss mal kurz den High Ground markieren. Da. High Ground. Ja, ob ich hier lebendig jetzt rauskomme, ist die Frage. Oh, guck mal. Da steht ein Lader. Gibt es hier eigentlich keine vernünftigen Autos in dem Laden? Figur da vorne. Sehe ich jetzt das? Ah! Hör ich da Energie? Tatsächlich, da ist Reggae im Radio. Ja, dann ist das doch cool. Dann mache ich nächstes Mal meine Musik hier rein. Ja, geil. Kann ich meine gesamte Diskografie hier reinballern? Warum ist hier auf einmal solche Kriegsmusik? Was ist hier los, Digga?
So. Ich will jetzt Haie jagen. Ah, da. Guck mal. Da ist schon genau das, was ich suche. Nein, nicht mit Sprengstofffisch. So. Das war mal das. Swift Action, Alter. So. Und raus hier. Ehe seine Brüder und Schwestern kommen. So. Ja, das mache ich noch herstellen. Denn wir dürften jetzt unsere nächste Brieftasche. Starke Brieftasche. Und das ist die vorletzte erweiterte Brieftasche. Da brauchen wir wieder ein spezielles Tier, das wir erjagen müssen dafür. Momentan haben wir dann jetzt aber sage und schreibe 6000 Ocken können wir einstecken. 10.000, meine Güte, das ist viel zu viel. Passt gerade. Leute, mit dem Anblick dieses wunderbaren Ozeans hier, oder was auch immer das ist, sage ich ciao mit F wie Far Cry 3. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es ist mir eine Freude gewesen, mit euch zu dienen und für euch ein ganz besonderer Honk zu sein. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesitzung. Stimmt für dieses Let's Play, wenn ihr weiter was sehen wollt. Stimmt für die anderen, wenn ihr die anderen sehen wollt. Wir werden sehen, was wir sehen. Also, bis dann. Tschüss.